Hallo, heute gibt es mal von mir ein Redevideo. Irgendwie ist mir danach. Das wirkt ja fast etwas ernst, wenn ich so sitze, ne? Boah, ich weiß nicht, ob ich so sitzen will. Aber jemand meinte ja so, ja, momentan wirst du ja von allen Problemen des Lebens ferngehalten oder so, nicht wahr? Aber es ist gar nicht so. Und momentan bin ich in einer echt schwierigen kognitiven Phase, möchte man so sagen. Weil ich momentan so ein bisschen das Problem habe. Wir haben hier zumindest, oder ich habe vor allem auch irgendwie das Glück oder das Privileg, dass in vielerlei Hinsicht, beziehungsweise, das klingt fast ein bisschen provokant, aber ich würde sagen, im Prinzip ist jeder Herr seines Lebens. Das würde ich schon fast so sagen. Aber natürlich gibt es dann auch hier Situationen und da Situationen. Aber jedenfalls bin ich ja in so einer privilegierten Situation, aber in der wir prinzipiell irgendwie alle sind. Dazu komme ich jetzt gleich noch, dass ja mein Leben ist und dass ich handeln kann und darf, wie ich das möchte. Und das kann schön sein, wenn man das versteht und lernt und auch dementsprechend agiert. Das ist teilweise aber auch so anstrengend. Und damit habe ich momentan ein bisschen ein Problem. Also zum Beispiel, ich war heute im Freibad. Momentan gehe ich öfter ins Freibad. Erstens, um mal etwas, nicht blaue Flecken, um etwas Bräune zu erhalten. Aber halt, ja, keine Ahnung, ich möchte diesen Sommer mal etwas besser nutzen, auch für meine Gesundheit und so. Und es ist echt cool. So, ich bin momentan, ich gehe immer ins Freibad und dann schwimme ich immer im Weiher, weil früher war das anders. Da habe ich so gedacht, Weiher und so. Aber inzwischen bin ich anders, dass ich eher so denke, Chlorwasser, keine Ahnung. Bei dem Weiher habe ich das Gefühl, das tut meiner Haut gut. Ich meine, da schwimmen ja auch Enten und so. Und bei so dem Chlorwasser habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich voll ungesund. Ja, jedenfalls tauche ich da inzwischen auch immer. Am Anfang fiel es mir schwer, aber das wird immer besser. Ich kann die Luft immer länger anhalten, ich bleibe immer entspannter und ich fühle mich unter Wasser beim Tauchen momentan so richtig irgendwie so verbunden mit dem Wasser und irgendwie wie zu Hause. Jedenfalls, darum sollte es aber gar nicht gehen. Es geht zum Beispiel darum, da waren dann so, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, die waren schwul. Also, das ist nicht so relevant, aber da waren so zwei Männer und die sind mit so einem kleinen Kind ins Wasser gegangen. Also, und ich war so neben, war halt auch in diesem Weiher und bin so getrieben auf meinem Schwimmring. So. Ich trieb so auf meinem Schwimmring. Und dann habe ich so mitgehört, wie irgendwie diese Männer dem kleinen Kind so gesagt haben: Das Wasser stinkt ganz schön nach Fisch, oder? Das Wasser ist bäh. Und wenn du weit denkst und krass denkst und so, ist es manchmal ganz schön anstrengend, weil man muss sich das vorstellen, dieses kleine Kind, noch jung und formbar und so, war sehr klein, und hat dann direkt so wiederholt, was diese Männer ihm gesagt haben, dass das Wasser irgendwie bäh ist und nach Fisch riecht. Und dann meinte der eine Typ zu dem anderen so, ja, man kann richtig sehen, dass das Kind nicht so gerne im Wasser ist, das klammert sich ja voll an dich dran und so, wo ich mir so gedacht habe, wie wär's denn damit, wenn du dem Kind sagst, das Wasser ist bäh, da schwimmen Fische drin und so. Da wird dem Kind ja gleich schon mal indoktriniert, Seewasser, bäh. Weißt du so, vielleicht hat das Kind auch deswegen sich an dich gekrallt, weil du dem Kind vermittelt hast, du bist gerade mit dem Kind in ekligem Wasser. Also, weißt du, so wird dem Kind gleich vermittelt, Seewasser pff, und Chlorwasser, gut, weil dann gefiltert und gereinigt und alles ideal. Und ich nehme in solchen Situationen, das ist auch noch gar nicht das, was mich momentan so richtig mitnimmt in meinem Kopf, aber man muss sich das so vorstellen, ich weiß, ich schwimme so friedlich durch die Gegend und dann nimmst du manchmal solche Situationen wahr von anderen Leuten und kannst aber schon gleich nachvollziehen, wie das immer größere Auswirkungen haben wird auf dieses Kind und auf die prinzipielle Welt und so. Und das ist ziemlich anstrengend, weil dann war da zum Beispiel, ich war dann halt, bin dann halt weiter in dem Weiher rumgeschwommen. Also ich habe jetzt nicht diese Leute darauf angesprochen, so hier.
Aber, ne, so. Aber jedenfalls, ich bin dann da so rumgeschwommen. Und da habe ich da so einen 8-jährigen kleinen Jungen gesehen, der die Enten, nee, die Gänse gejagt hat. Der ist den Gänsen immer hinterhergerannt. Und dann hatten die Angst, die Gänse, vor diesem Jungen und sind ganz schnell geflohen. Und man hat richtig gesehen, wie frustriert er war, dass er diese Gänse nicht gekriegt hat. Und das habe ich einmal beobachtet und habe nichts gesagt. Und habe das nochmal beobachtet und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hör auf, die Tiere zu jagen. So. Und ich habe gesagt, das macht man nicht. Ich habe eben gesagt, die Tiere haben Angst vor dir, weil inzwischen habe ich so einen völlig anderen Blick auf die Welt und das Leben und das macht mir alles so unglaublich schwer. Es macht dir das Leben viel schöner und so. Und du nimmst alles viel mehr wahr und du gehst viel achtsamer mit der Welt um und du genießt alles viel mehr, aber es macht dein Leben auch so schwer, weil. Zum Beispiel haben wir immer Ameisen, also wir haben momentan Ameisen in der Küche und ich finde diesen Punkt so schwer zu entscheiden, wann beseitige ich die Ameisen und wann lasse ich da, wo sie sind. Irgendwann hast du einfach diesen Punkt in deinem Kopf, dass du das Gefühl hast, du darfst in das Leben einfach nicht mehr eingreifen. Und das ist so schlimm, weil, das habe ich schon mal erzählt, wenn ich die Pflanzen auf dem Bürgersteig entferne, tut mir das im Herzen weh. Wenn ich hier eine Ameise einsauge, tut mir das weh. Und wenn ich dann zum Beispiel so durch den Weiher schwimme und dann so Tiere aus größerer Entfernung beobachte und dann sehe ich da so einen kleinen Jungen, der sie jagt, weißt du, die leben da, die Eltern versuchen den Jungtieren da was beizubringen und dann jagt er die so und die kriegen Angst und manchmal passiert es dann auch, dass so ein Küken zurückbleibt, weißt du, dann bin ich so im Weiher geschwommen und dann war da so ein Küken, das ist da so rumgeschwommen und hat immer so die Eltern gerufen, so weg, weg. Und hat die so gesucht und es hat mir so leid getan. Irgendwann haben die dann zurückgeantwortet und dann hat das Tier auch wieder zur Gruppe gefunden. Aber dann habe ich so gedacht, ja, mein Gott, ne? Und wir dann immer, hier Corona-Pandemie hat es ja gezeigt, wir dann immer mit unseren Speedbooten und so und in Flugzeugen, wir verursachen so viel Lärm auf der Welt, dass die Tiere gar nicht mehr richtig miteinander kommunizieren können und so. Und das hat mir dann so leid getan und, jedenfalls, ja, bin ich dann halt so zu diesem Jungen hin, so, weil, und hab ihm gesagt, hör auf, die Tiere zu jagen. So, du machst denen Angst. Und der hat es irgendwie zuerst gar nicht verstanden und meinte so, ja, er möchte einen Küken haben, so, er möchte eins der Tiere haben, wo ich so meinte, nein, nein, du, das darfst du nicht. Ich habe ihm das einfach gesagt, diesen fremden Jungen, das darfst du nicht. Du darfst nicht einfach da jetzt zu diesem Weiher, da hängt ein Tier wegnehmen. So, das darfst du nicht. So, das ist, ich habe versucht, ihm das zu vermitteln. Das sind Lebewesen, die haben Angst vor dir, weißt du, die leben so in ihrer Gruppe. Und der hat dann irgendwie, der hat gar nicht verstanden, warum die Angst vor ihm haben, wo ich dann so meinte, naja, die wissen gar nicht, wer oder was du bist. Das ist für die so, als würde der 20 Meter große Godzilla plötzlich auf dich zulaufen. Dann würdest du ja auch Angst kriegen. Ich habe versucht, ihm das so zu vermitteln. Und das Interessante war, der war da irgendwie alleine, der wurde von seinen Eltern zurückgelassen, keine Ahnung. So endet es dann halt, weißt du, wenn du deine Kinder komplett alleine irgendwo lässt und denen nichts beibringst. Jedenfalls hat sich das dann aber weiterentwickelt, dass der ist ruhiger geworden, der ist wirklich ruhiger geworden. Der hat dann, weil ich habe ihm gesagt, sag mal, also ich habe ihm gesagt, wenn du die Tiere beobachten möchtest, dann nähere dich ihnen mit Ruhe, weißt du, so im Sinne von, ich möchte dich beobachten, ich will dich nicht greifen und schnappen, sondern so mit Ruhe den Tieren annähern. Dann habe ich ihm versucht, dieses Beispiel zu erklären von einem Tierfotografen. Weißt du, die Tierfotografen können ja deswegen so krasse Bilder machen, weil die ganz ruhig sind und sich in die Natur integrieren, dass die Tiere in der Umgebung quasi keine Gefahr wittern. Und dann, der Junge hat es dann halt besser gemacht, auf jeden Fall, aber der Mai hat dann irgendwann, wenn die Tiere dann Angst vor ihm bekommen haben, hat er immer hinter denen hergeschrien, ich will euch beobachten. Wo ich dann halt dieses Beispiel des Tierfotografen aufgegriffen habe und so meinte, wenn der Fotograf dann irgendwo sich versteckt und auf die Tiere wartet und dann rumschreit, ich möchte euch fotografieren, wird sich ihm kein Tier weit und breit nähern, weil die Tiere alle Angst vor dem haben. Das heißt, wenn der Junge rumschreit, ich möchte euch beobachten und auf die zurennt, dann bringt es natürlich auch nichts und es funktioniert auch nicht. Jedenfalls, habe ich dann aber, es war halt sehr interessant, wie dann der Junge eben tatsächlich, als ich gesagt habe, nein, hier, die leben hier und so, die haben Angst vor dir. Kinder sind so formbar und das ist halt krass positiv wie auch negativ, weil er hat dann direkt geswitcht in seinem Kopf und hat wirklich halt, immer abgesehen von seinem ab und zu Rumgeschrei und so, aber Kinder sind halt auch Kinder, aber er hat dann wirklich die Tiere
mit eben mehr Ruhe und Abstand beobachtet. Er ist ein bisschen langsamer zu ihnen hin und so. Und zuerst war er noch frustriert und wollte sich ein Tier schnappen. Und als dann die eine Ente nicht richtig über diese eine Absperrung gekommen ist, war er viel eher so, hat beobachtet und überlegt, sollte ich dem Tier helfen? Und das war ein ziemlich krasser Kontrast zuerst zu diesem anfänglichen, ich will ein Tier haben und dieses und immer wieder den Tieren Angst machen hin zu diesem, okay, ich beobachte die und sollte ich dem Tier vielleicht helfen? Oder da war so eine andere Situation. Da hat sie ein Junge so einen riesigen Fisch gesehen im Weiher. Den habe ich auch gesehen. Ich glaube ja, das war ein Hai, aber in dem Gewässer leben eigentlich keine Haie und so. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe einen Hai gesehen. Jedenfalls bin ich dann auch so zu denen hin, als er da so rumgeschrien hat und meinte, da war dieser 3 Meter große Fisch, wo ich dann so meinte, ja, hast du ihn auch gesehen? Und da meinte dieser eine Junge so, komm, lass uns einen riesigen Stein suchen und den auf den Fisch werfen. Und das sind so viele Situationen, wo ich kenne das von mir auch von früher. Wenn früher Ameisen in der Küche waren, als meine Mama noch gelebt hat, dann ist sie hysterisch und panisch geworden. Und da war ihr dann gefühlt jedes chemische Mittel recht, um ja die Ameisen aus der Küche zu kriegen. So war das halt früher bei mir auch so, weißt du? Und so ist es, glaube ich, bei vielen Leuten, die dann halt zum Beispiel einen riesigen Fisch sehen in einem Weiher und den halt nicht als wunderschönen Teil der Natur sehen, der sich ihnen so zeigt. Oder wie der Junge, weißt du, der halt dann nicht quasi einfach wertschätzt, okay, er sieht jetzt hier die Gänse mit ihren Küken, sondern. Es ist so, wie diese Leute das gemacht haben in diesem Weiher mit dem kleinen Jungen. So, hier stinkt's nach Fisch und der Weiher ist bäh, irgendwie so. Weißt du, so viele Leute und eben ich vor allem früher auch oft so, haben aber so die Natur eher so als Feind im Sinne. Als Feind. Weißt du, so als Feind etwas, was sie kontrollieren oder beseitigen müssen oder so. Alleine schon so dieses, ja. Wir suchen einen großen Stein und schmeißen den auf den Fisch. Da habe ich mir schon wieder gedacht, Alter. Traurig, irgendwie echt traurig. Und jedenfalls, um zurückzukommen zu dem Ursprung, was in meinem Kopf auch ein bisschen vor sich geht und was momentan mir etwas schwerfällt und so, ich weiß nicht momentan, wann ich in Situationen eingreifen sollte oder wann ich mich raushalten sollte. Zum Beispiel gibt es hier Leute, auf die gehe ich jetzt nicht direkt näher ein, aber da habe ich schon ein paar Mal, ich bin ja immer nachts wach und so, und das ist Vor- wie auch Nachteil. Nachts hast du sehr viel Ruhe, aber nachts kriegst du auch all das mit, was andere nicht mitkriegen sollen und so. Und ich habe schon ein paar Mal mitgekriegt, wie hier in der Umgebung, ich sag's jetzt nicht genau, aber wie hier in der Umgebung, ich mir nachts mal so gedacht habe, was schreit denn hier so? Und dann habe ich festgestellt, das war ein Kind, das wie am Spieß geschrien hat. 2 Stunden lang oder so. Und ich habe damals, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Alter, da stimmt doch irgendwie was nicht. Ich war kurz davor, die Polizei anzurufen oder so, keine Ahnung. Aber da habe ich mir so gedacht, okay, nee, ich mische mich da mal nicht ein. So, weil kann ja immer mal passieren, dass mal vielleicht auch ein Kind einen Heulkrampf kriegt oder so und da nicht mehr so richtig rauskommt. Aber jedenfalls ist es nicht nur einmal passiert, nicht nur zweimal. Das habe ich jetzt schon häufiger mitbekommen. Und was ich dazu auch noch mitbekommen habe, also. Ne, so einfach so, wenn ich halt so mein tägliches Leben so lebe. Das heißt, und wenn ich das dann schon mitkriege, das ist es, glaube ich, schon echt dramatisch. Aber da habe ich jetzt halt auch mitbekommen, wie dann, keine Ahnung, die Mutter oder so von dem Kind halt vorhin schon wieder so rumgeschrien hat, geh jetzt weg, ich muss das hier noch sauber machen. Oder als dieses Kind so geschrien hat, dass sie irgendwie so rumgeschrien hat, sei doch endlich still oder so. Und das sind so. Inzwischen, weil ich viel gelernt habe, auch über mich und meine Vergangenheit und meine Kindheit und prinzipiell die Welt und so, sind es für mich ziemliche Alarmglocken, ehrlich gesagt. Und da, das hat jetzt für mich auch einen Punkt erreicht. Also ich habe das halt, ne, immer so ein bisschen beobachtet und so und versucht abzuwägen. Aber das hat jetzt auch einen Punkt erreicht bei mir, dass ich tatsächlich sage, okay, ich werde das Jugendamt informieren, Also, Kindeswohlgefährdung und so hat nicht nur mit Schlägen zu tun. So, viele Leute sehen das so, aber auch so dieses Anschreien und so dieses, mach das jetzt und so, vor allem wenn das häufiger vorkommt, das ist auch schon Kindeswohlgefährdung. Und
Das ist so das erste Mal, dass ich sage, okay, ich werde zumindest mal das Jugendamt jetzt informieren. Und das fällt mir alles unglaublich schwer, weil, keine Ahnung, es ist echt so, wir leben, ich habe das glaube ich schon mal irgendwie erzählt, aber wir leben alle auf derselben Welt. So, erstmal. So, faktisch, wir leben alle auf der Erde, so irgendwie, ne? Und wir haben in unserer Wahrnehmung und so, wir haben in unserer Wahrnehmung Schnittmengen, würde ich sagen. Also wir Menschen können deswegen auf der Straße Auto fahren, weil wir diese Schnittmengen haben, so in unserer Wahrnehmung und so, ne? Also es gibt Orte wie auch im Supermarkt und so, da kommen wir halt so zusammen und da gibt es eben so diese Schnittmengen. Supermarkt, Einkaufen, Kasse und so, aber die individuelle Wahrnehmung und das individuelle Leben der einzelnen Menschen findet in komplett unterschiedlichen Realitäten statt, so gefühlt. Wenn ich jetzt Ameisen in der Küche sehe, bleibe ich relativ entspannt. Also ich sehe hier gerade auch welche und denke mir, okay, die gehen schon irgendwann wieder weg. Gehen sie auch. So im Herbst, Winter sind die wieder weg. Und die kommen halt immer. Klar, ich versuche das schon so weit einzudämmen und so, aber die gehen irgendwann wieder weg. So. Meine Mama in der Situation, wenn die noch leben würde und immer noch so wäre, wie sie früher war, die würde jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und sich denken, oh, guck mal, ich sehe hier eine Ameisenstraße und so, sondern die würde wahrscheinlich jetzt in Panik verfallen und die ganze Nacht versuchen, diese Ameisen loszuwerden, so endgültig irgendwie. Und die wird wahrscheinlich, ja, die wird voll die Krise kriegen jetzt. Das heißt, wir sehen das Gleiche. Wie war das? Genau. Ich hatte dieses Tattoo auf meinem Arm, das war aufgeklebt, aber das geht schon wieder ab. Und da steht, Don't let the eyes fool the mind. Also lasse nicht deine Augen deinen Geist verwirren oder so einnehmen. Und das trifft es für mich auch so ein bisschen. Ich will ja keine Tattoos haben, ne? Weil ich glaube da an meinen Papa und sehe das auch so. Ich glaube, wenn man sich tätowieren lässt und Farbe in die Haut spritzen lässt, ich glaube, das ist nicht gesundheitsfördernd. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon ein Tattoo oder so. Aber jedenfalls ist das für mich auch so ein bisschen das. Meine Mama und ich. Wir können beide Ameisen in der Küche sehen und in unserem Kopf passieren komplett andere Sachen. Sie kriegt Panik, ich bleibe entspannt und denke mir, oh, irgendwie ja auch süß so. Und irgendwie ja auch schön. Und ich glaube daran, dass es Wahrheiten gibt. So, ich glaube daran, dass es Wahrheiten gibt. Und eine Wahrheit für mich ist, dass wir unzertrennbar mit der Natur verbunden sind. Und dass die Natur nicht unser Feind ist, sondern unser Freund. So im Großen und Ganzen. Klar, die Natur ist auch makaber und brutal auf eine gewisse Weise. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich mich als Teil der Natur und ich fühle mich inzwischen sehr mit der Natur verbunden. Und wenn man sich sehr mit der Natur verbunden fühlt irgendwann, gewinnt man ziemlich viel dadurch, weil man. Ja, keine Ahnung, man sieht dann überall sehr viel Schönheit und. Habe ich schon eine Ameise auf meinem Bein? Nee. Aber manchmal, wenn es so kitzelt, denkt man immer. Hä? Aber man sieht dann überall sehr viel, ja, Schönheit und keine Ahnung, Liebe und so. Ja, langsam werde ich wie so ein Hippie, aber ja, man sieht dann irgendwann sehr viel Schönheit und Liebe, so in allem und überall und keine Ahnung. Und wenn man aber selbst an so einem Punkt ist, so kognitiv und so, und dann aber, dann sieht man bei anderen Leuten noch viel krasser so diese Missstände irgendwie auch. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ich habe das bei meinem letzten Ex-Partner, mit dem ich zusammen war, oft wahrgenommen, erlebt, dass er halt in so einer ziemlich anderen Welt unterwegs war als ich. Also zum Beispiel hat es einmal richtig krass geregnet und gestürmt und so. Und es war kalt und ich bin dann in so ein Gebüsch gegangen. Ich habe mich da so hingehockt in so ein Gebüsch, da war es ein bisschen windgeschützter. Ich habe den Regen nicht so krass abgekriegt und er stand aber eher so fast schon so protestierend gefühlt so davor, vor diesem Gebüsch.
Und war halt eher so drauf, ja, da machen ja die Hunde hin, weißt du, so. Der hat für den, was der so gesehen hat, war quasi wie ich in so einem Hundehaufen sitze, so gefühlt. Und das nehme ich oft wahr, auch bei vielen Leuten, die dann so sagen, keine Ahnung, ja, das ist ja eklig oder das geht doch nicht oder so, keine Ahnung, wie auch so dieses, du kannst doch nicht ohne Schuhe rumlaufen und. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, und jedenfalls, genau, also im übertragenen Sinne oder so als Beispiel, merke ich das häufiger, dass dann Leute zum Beispiel Schuhe tragen und irgendwie so sagen, du kannst doch nicht ohne Schuhe rumlaufen. Und ich trage keine Schuhe. So, also ich trage schon auch Schuhe, aber ich trage keine Schuhe. Und ich stelle fest, doch, du kannst ohne Schuhe rumlaufen und barfüßig rumzulaufen kann sehr schön sein. Weißt du, in manchen Situationen, wenn Leute sich so voll abgegrenzt fühlen von der Natur und von der Erde und so, fühle ich mich der Erde sehr verbunden, weil ich zum Beispiel barfüßig bin und keine Schuhe trage. Und das kann ein sehr schönes Gefühl sein. Und mir tut es dann manchmal leid, dass andere Leute dieses Gefühl nicht erleben können, weil sie halt gerade Schuhe tragen und in diesem Denken feststecken, du kannst doch nicht ohne Schuhe rumlaufen. Und das ist so, das ist ziemlich krass und ziemlich interessant und so, weil das ist dann schon so, als würde man so eben auf einer Welt leben, aber auf so unterschiedlichen Ebenen. Kann man das so verstehen? Als wäre man so, als gäbe es so in derselben Situation unterschiedliche Ebenen. Und das findet prinzipiell aber eigentlich alles fast, oder fast alles nur so in unserem Kopf statt. Und das ist krass auf jeden Fall. Jedenfalls, ja, das geht schon so viel in meinem Kopf vor sich, aber halt eben auch so dieses, dass ich einfach nicht weiß, wann greift man wo ein oder wann lässt man eine Situation einfach so ablaufen. Und das ist letztendlich ist es irgendwie halt auch, es ist etwas, das kann mir keiner beantworten. Es gibt Leute, die versucht haben, oder ich war auch mal in einer Beziehung mit jemandem, der war sehr einnehmend und sehr kontrollierend und so. Und das kann, ja, es kann angenehm sein, wenn dir jemand ständig sagt, so ist es richtig und so ist es falsch. So, das machen wir nicht, weil das nimmt dir auch eine ziemliche Last so aus deinem Kopf, weil du musst ja nichts entscheiden, weißt du so. Und wenn man zum Beispiel sagt, man hält sich aus dem Leben der anderen Menschen komplett raus, dann macht man sich das Leben auch leicht so, weil es ist ja nicht mein Leben, also betrifft es mich ja nicht. Also versteht man, was ich meine. Und so macht man sich das Leben sehr leicht. Aber so, ich will mir das nicht so leicht machen. Weißt du, ich glaube schon, dass ich heute auch einen Einfluss hatte auf diesen kleinen Jungen, weil wir haben dann auch miteinander gespielt. Klar, das ist dann je nach Situation und mit Leuten und so. Ich habe schon gehört, mit Männern, wenn Männer mit Kindern, fremden Kindern spielen, wirkt es dann auch noch mal ein bisschen anders. Aber ich habe halt mit diesem Jungen gespielt. Wir haben dann zum Beispiel so gespielt, wenn ich du wäre oder so. Weiß nicht. Dann habe ich halt, ich habe es versucht, dann kindgerecht runterzustufen. So, ja, wenn ich du wäre, würde ich, keine Ahnung, nach da vorne schwimmen und wieder zurückschwimmen oder so. Und dann hab ich mit ihm so Wettbewerbe gemacht und dann so, hier, wer zuerst da hinten ist oder so. Natürlich bin ich da ein bisschen langsamer geschwommen und so, weil, ne, so. Alter, 8 und 25, ja, ich habe schon ein bisschen dann reduziert, kindgerecht, würde ich sagen. Aber ich glaube schon, dass ich auch einen positiven Einfluss auf diesen Jungen hatte. Der musste dann auch gehen, irgendwann zu seinen Eltern und so, hat dann noch so auf Wiedersehen gewinkt, weil der hat halt komplett alleine da gespielt und das hat mir irgendwie auch ein bisschen leid getan. Also ich denke schon, dass das halt, oder da war, ich glaube, das war auch eine fremde Frau, da waren so zwei Kinder im Wasser und die meinte dann irgendwie die eine so, geh da weg, ich glaube, da sind Fische. Und dann meinte diese Frau so, diese fremde Frau irgendwie so, ja, hier sind überall Fische. Also, hier sind überall Fische, auch da, wo du bist, aber keine Sorge, du musst keine Angst vor denen haben. Und da meinte irgendwie dieses Mädchen so, hey, können die beißen? Und die Frau meinte so, nee, die können nicht beißen. Ich habe mir gedacht, naja, Fische können schon schnappen, wenn sie wollen, aber du musst ja den Kindern nicht gleich Angst machen. Jedenfalls meinte die Frau dann aber auch zu dem Kind so, das, was ich quasi zu dem Jungen auch so gesagt habe, wenn du dich den Fischen näherst, schwimmen die eher vor dir weg. So, die wollen dich nicht angreifen, sondern die haben Angst vor dir, die schwimmen vor dir weg. Und ich frage mich wirklich, woher kommt dieses prinzipielle Denken sehr vieler Menschen, das ich auch früher in mir hatte, dass wir immer das Gefühl haben, die Natur will uns angreifen. Dabei das Gegenteil ist immer der Fall. Die Natur hat Angst vor uns. Die Fische im Wasser haben Angst vor uns. Die Gänse und Enten haben Angst vor uns. Und wenn ich eine Spinne in der
in der Badewanne finde, versuche ich die rauszuheben, weil die bei der an den glatten Oberflächen nicht mehr hochkommt. Und die versucht, das habe ich schon so oft gesagt, das sage ich auch Leuten immer wieder, die versucht jeden Weg zu gehen, damit sie Hauptsache nicht auf meine Hand muss. Also im Prinzip, klar, wenn du so in Australien lebst, irgendwie mit giftigen Schlangen oder so, mag das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes sein, aber im Prinzip könnte man schon fast generell sagen, dass wir nicht Angst vor der Natur haben brauchen, sondern die Natur hat Angst vor uns, was irgendwie traurig ist und schade. Und aber ja, keine Ahnung, das ändert aber halt auch viel, weil du dann halt eben anders umgehst. Du hast ja nicht mehr unbedingt Angst vor den Fischen im Weiher oder so, wenn du realisierst, okay, die haben eher Angst vor mir so. Und wenn du dich als Teil der Natur siehst, dann siehst du, dann sind es für dich, dann sind so die Fische eher so deine Kumpel oder so. Ich habe mich so gefreut, ich gucke momentan immer so eine Meerjungfrauen-Serie und die hat natürlich auch so gewisse Einflüsse auf mich, weil ich habe mich so gefreut, ich tauche ja so gerne, ne? Und dann bin ich so getaucht, sehr nah über dem Bodengrund mit meiner Taucherbrille und dann sind da so Fische vor mir lang geschwommen und dann bin ich so mitgeschwommen, Alter. Das war so ein schönes Gefühl, mit den Fischen mitschwimmen. Ich habe mich so, oder ich bin dann auch an den Gänsen mit ihren Küken vorbeigeschwommen, auch so sehr, schon mit immer ein bisschen Abstand so, aber auch so voll entspannt durchs Wasser an denen vorbeigeschwommen. Und die sind dann halt nicht geflüchtet von mir, sondern ich konnte sie halt beobachten, weißt du, wie sie sich so kümmern um die Küken und so. Und das war halt voll schön, weil wenn du so versuchst, dich so in die Natur zu integrieren und irgendwie auch so Teil davon zu werden, dann das gibt dir ziemlich viel, weil das halt auch schön ist, wenn man dann feststellt, okay, Tiere haben vielleicht auch nicht mehr so richtig Angst vor einem oder so. Ich finde das halt auch bei den Katzen so schön, weißt du, so ich lasse sie leben, so die chillen ihr Leben, ich chill mein Leben und die sind dann halt freiwillig immer bei dir, weißt du? Ich finde es so. Das ist irgendwie so süß und so wunderschön, wenn du, keine Ahnung, du duschst im Badezimmer und dann machst du die Tür auf und dann hocken da die Katzen vor der Tür und warten auf dich. Das ist so. Es hat irgendwie auch so was unglaublich Schönes, keine Ahnung. So, wenn du anderen mit Respekt begegnest, begegnen sie auch dir mit Respekt. Und wenn du Vertrauen entgegenbringst, vertraut man auch dir und so irgendwie, keine Ahnung. Das ist schon schön, aber. Jedenfalls im Kern wollte ich darauf gar nicht hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus. Es fällt mir schon alles auch sehr schwer, so in meinem Kopf, muss ich sagen. Weil immer dieses Einschätzen, wann mischst du dich ein, wann mischst du dich nicht ein. Und auch wenn du dich nicht in Situationen einmischst, dass man trotzdem manchmal Sachen sieht oder realisiert oder feststellt, die man vielleicht lieber gerade in dem Moment nicht sehen oder realisieren oder feststellen würde. Zum Beispiel, als ich mit meinem Bruder im Freibad war, war da auch so ein Typ. Der hat sein Kind ins tiefe Wasser gehoben, so und quasi so gesagt: So, hör jetzt auf, keine Ahnung, mit dem Blödsinn oder so, den das Kind gemacht hat. Ne, also, ne, so, der hat es quasi so ins tiefe Wasser gehalten und das Kind hatte Angst vor diesem tiefen Wasser und der hat dann so bestrafungsmäßig so gesagt: Quasi, hör jetzt auf, so. Sonst lasse ich dich hier fallen oder so, so auf die Art und Weise. Und man hat gesehen, wie dieses Kind geschrien hat und schrecklich geweint hat und wie so eine Panikattacke hatte. Ich kenne das von mir auch. Ich hatte als Kind auch manchmal so Anfälle, dass ich dann so geheult habe, richtig krass, und nicht mehr so rausgekommen bin und halt auch keine Luft mehr bekommen habe, so aus solchen Zuständen. Ich habe mich früher ab und zu unterm Tisch versteckt. Ist auch interessant. Ich sitze an dem Tisch, an dem ich mich früher manchmal unter dem Tisch versteckt habe. Ja, jedenfalls, und dann, wenn man dann solche Situationen sieht, oder dann ist am liebsten, würde man wirklich dann da hingehen zu dieser Familie und irgendwie sagen, jetzt hören Sie mal auf und dieses fremde Kind trösten, so. Und das ist doch, ich weiß nicht, und da wirklich, da frage ich, weiß ich halt echt manchmal nicht, wo mische ich mich ein, wo mische ich mich nicht ein, was mache ich und was lasse ich lieber, so. Weil auch nicht ich, weißt du, auch nicht ich kenne so die absolute Wahrheit. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, bevor ich jetzt wirklich beschlossen habe, okay, ich melde das hier in der Umgebung mit diesen Nachbarn, deswegen habe ich es ja auch jetzt eine Weile beobachtet, weil das natürlich auch passieren kann, ne? Dein Kind, keine Ahnung, kriegt irgendeinen Heulkrampfschrei und kommt da nicht mehr so raus oder dass halt, ja, man auch mal überfordert ist. Ich meine, ich werde auch manchmal wütend oder so, weißt du, das passiert auch mal. Aber wenn das wirklich sowas ist, was du regelmäßig immer wieder siehst und wahrnimmst und so,
denke ich schon, dass das dann und man immer wieder ein schlechtes Gefühl hat, wenn man so diese Konfrontation, diese Situation sieht oder da so konfrontiert wird, denke ich, dann sollte man, weißt du, beobachten ist gut, aber ich denke, irgendwann sollte man dann vielleicht auch mal handeln, wenn man immer wieder das Gefühl hat, okay, das ist eine komische Situation und man fühlt sich da nicht wohl und man hat da so ein negatives Gefühl in sich. Ich denke, irgendwann sollte man dann vielleicht auch mal handeln, aber das ist alles nicht einfach. Und es ist eben auch deswegen für mich nicht einfach, weil ich sehr viele, und das ist wirklich jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau. Jetzt haben wir gemeckert auf anderem Niveau, aber jetzt meckere ich auf sehr hohem Niveau oder teile so meinen Kopf momentan mit. Aber ich habe sehr viele Interessen. Und im Vergleich zu anderen könnte man schon sagen, sehr viel Zeit momentan. Ich hoffe, ich habe für immer sehr viel Zeit, aber momentan. Gut, letztendlich, ne, so bei allen hat der Tag 24 Stunden, aber klar, manche müssen mehr arbeiten. Ich muss momentan nicht so viel arbeiten. So könnte man sagen, ja, ich habe momentan sehr viel Zeit. Und es ist gar nicht so einfach, wirklich zu wissen, wie nutzt man seine Zeit. So, das ist für mich auch manchmal etwas schwer. Jongliere ich jetzt? Fahre ich jetzt Skateboard? Wie gesagt, ja, ich weiß, das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, aber jongliere ich jetzt? Fahre ich Skateboard? Übe ich Saxophon? Will ich weiter mich da in dieser Band integrieren, in der ich spiele? Oder möchte ich vielleicht lieber ein eigenes Projekt noch starten oder so? Wie priorisiert man? Weißt du, was ist für einen momentan wichtig, was ist für einen weniger wichtig? Das fällt mir unglaublich schwer, teilweise so zu priorisieren. Okay, was will ich? Was mache ich? Und so. Ich habe schon so gewisse Ziele in meinem Leben. Ein Ziel davon ist natürlich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich jetzt nicht nennen werde, umzusiedeln in diese Waldhütte, die wir immer renovieren. Und klar, ich wünsche mir halt schon wirklich, wirklich, wirklich eine eigene Familie irgendwie so mit Mann und Kindern und so. Ja, das ist schon, das wünsche ich mir schon. Oder meinetwegen auch mit Frau und Kindern. Aber das ist ein bisschen schwierig dann irgendwie, das biologisch zu bewältigen, wenn man so möchte. Aber das wünsche ich mir schon extrem. Und zum Teil, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin meilenweit davon entfernt. Irgendwie, weil ich doch schon auch immer wieder in solche Situationen gerate, in denen Leute sich dann nicht mehr bei mir melden oder mein letzter Ex-Partner hat mich ja gefühlt irgendwie einfach geghostet, so was mir so vorher auch noch nie passiert ist. Also wirklich noch nie. Aber ja, ich fühle mich manchmal so meilenweit weg davon. Weil man sieht, keine Ahnung, weißt du, man sieht ja dann auch so im Freibad oder so. Da hast du wieder den Nachttraktor, der hier durch die Gegend fährt. Du siehst ja dann im Freibad auch oft so Paare und Familien mit Kindern und so, wo ich mir dann auch so denke, okay. Also, gefühlt scheint es ja so einfach so auf der Welt zu sein, einen Partner zu finden, mit dem man Kinder kriegt. So. Aber für mich ist das so wie das Umziehen. Was ich bei vielen Leuten sehe, was gefühlt so einfach wirkt. Umziehen, Familie gründen, normaler Beruf, 8-Stunden-Tag und so. Das wirkt oberflächlich bei vielen so simpel. Und diese Sachen sind die für mich am schwersten sind, wirklich. Umziehen, zu Hause verlassen, Partner finden, Familie gründen oder so. Und ich fühle mich eben manchmal so meilenweit weg davon. Gleichzeitig aber eben halt auch nicht, weil ich schon ein paar Mal in meinem Leben an dem Punkt war, wo ich so dachte, boah, jetzt Kinder wäre schon schön, aber wenn ich jetzt Kinder hätte, wenn ich schon welche hätte, also wenn, ne, so, dann wären meine Kinder vielleicht in der Familie, in der ständig rumgeschrien wird oder in der ich gesagt hätte, nee, in Seewasser schwimme ich mit dir nicht, das ist eklig oder so. Deswegen bin ich schon auch ganz froh, dass das Leben bei mir gesagt hat, Maja, du bist noch nicht dran. So, dass das Leben bei mir gesagt hat, du bist noch nicht dran hier mit Partner und Familie und Kindern und so, weil ich so viel gelernt habe auch über die letzten Monate und Jahre und ich mich so extrem weiterentwickelt habe, dass das möchte ich nicht missen. Also da habe ich wirklich
mich viel entwickelt, muss man sagen. Sehr viel. Auch jetzt die letzten Tage nochmal, dass ich jetzt häufiger da im Freibad war. Am Anfang hatte ich da auch noch mehr Berührungsängste, so mit dem Wasser da und so. Das ist natürlich schon nochmal was anderes, ob du so in so einem richtigen See oder so schwimmen gehst oder ja, oder ob du halt so in diesem Chlorwasser unterwegs bist, so irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, erstens glaube ich, ich mache mir immer zu viele Gedanken, das sowieso. Wobei sich das auch alles schon ein bisschen reduziert hat. Zweitens glaube ich, dass, glaube ich aber vor allem, ich glaube, ich gehe momentan viele kleine Schritte, die ich gar nicht richtig als Schritte in dem Sinne wahrnehme, wie zum Beispiel, dass ich Meditation in meinen Alltag integriert habe, dass ich Sport in meinen Alltag integriert habe, dass ich momentan sage, okay, ich stehe halt mal ein bisschen früher auf und schlafe weniger und gehe, keine Ahnung, vor der Bandprobe noch ins Freibad oder so. Bis vor einiger Zeit wäre das gefühlt für mich unmöglich gewesen, weil ich immer so dachte, ja, dann sehen die mich ja ungeschminkt und so und nicht frisch geduscht und so, keine Ahnung. Und eigentlich richtig dumm, dass man sich das Leben so einschränken kann durch solche Sachen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Ja, das sind so, oder dass ich halt, ja, ich kann nicht jonglieren, immer noch nicht, aber dass ich das so ein bisschen übe, dass ich immer mal wieder ein bisschen Saxophon übe und so, das hat schon irgendwie auch positive oder auch das mit dem Tanzen, das hat schon irgendwie positive Auswirkungen auf mich und so und auf mein Leben. Und das ist halt so Sachen, die nehme ich halt echt nicht so aktiv direkt wahr, weil das sind halt nicht so, das stellst du dir nicht irgendwo ins Regal oder so, weißt du, nicht so wie deine Trophäe oder so. Mir gibt keiner die materielle Selbstentwicklungstrophäe oder so. Weißt du, so. Das ist nichts so, was du irgendwo hier so siehst und dir so richtig angucken kannst, sondern das findet halt alles so in deinem Kopf statt. Und das ist dann, das kriegt man halt oft gar nicht so mit. So. Weil, aber wenn man jetzt mich nochmal verfrachten würde, so, wenn ich jetzt nochmal plötzlich Maya wäre vor 3 Jahren oder so. Das wäre, ich glaube, dann würde ich es extrem merken. So Maya vor 3 Jahren, Maya heute. Das wäre ordentlich, glaube ich. Also in dem Sinne, ich glaube, ich mache momentan vielleicht auch viel, was man nicht so direkt aktiv erkennen, wahrnehmen kann, aber was langfristig große Auswirkungen hat. Auch so diese Sachen wie, ja, dass ich halt hier zum Beispiel dieses Fliegengitter am Fenster, Katzengitter am Fenster gebaut habe oder den Wasserhahn hier ausgetauscht habe und so. Das ist alles. Ich finde das wirklich schön auch so für meine Entwicklung, weil du, man wird immer eigenständiger und selbstständiger und unabhängiger auch so in seinem eigenen Leben. Du bist nicht mehr so extrem angewiesen auf dieses Fremdbestimmte irgendwie und das ist schön auf jeden Fall. Das ist cool. Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren im Übrigen inzwischen. Es ist jetzt kurz nach 0 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Aber auch so kleine Sachen. Ich habe mir halt so eine Tiefkühlpizza geholt jetzt im Rewe. Und die mag ich echt nicht so gerne. Aber ich habe in der letzten Zeit irgendwie gelernt, so durch meine allgemeine Entwicklung, wenn ich das möchte, dann kann ich meine Pizza auch noch nachbelegen. Und das mache ich gleich. Ich lege mir gleich noch Ananasstückchen auf meine Pizza, ein paar Peperonis, bisschen Schinken und so. Und das ist so, für viele Leute ist das so, ja klar kannst du deine Tiefkühlpizza noch mit zusätzlichen Zutaten belegen, aber irgendwas war in meinem Kopf sehr lange so, dass ich extrem nicht verstanden habe, dass ich in meinem Leben auch, dass ich halt Sachen machen kann, so, dass ich einen Wasserhahn austauschen kann in der Küche, dass ich aus Holz Sachen bauen kann oder so. Ich weiß nicht genau, was in meinem Kopf da war oder was mich da auch so eingeschränkt hat und so, aber ich glaube halt schon, weil ich, ohne da jetzt speziell irgendwie Leute ansprechen zu wollen oder so, aber ich glaube halt schon, weil bei mir in der Kindheit halt auch bedingt durch die Schule viel so war, dass immer dir von außen vorgegeben worden ist, du machst das zu dieser Uhrzeit auf die Art und Weise und das ist richtig, das ist falsch, die Note kriegst du und die Note nicht. Dadurch, dass immer andere Leute vorgegeben haben, dann stehst du auf, dann gehst du schlafen. Das machst du, das machst du nicht und so. Das isst du, du isst jetzt dein Essen auf.
Ich glaube schon, dass das auch in vielerlei Hinsicht einfach dazu geführt hat, dass ich mich nie richtig entwickeln konnte. Und das kennt man oft. Es gibt viele Erwachsene, die dann halt sehr selbstunsicher sind oder die sich nochmal so rückversichern, kann ich das auch wirklich so machen? Darf ich das denn machen oder so? Wenn man bei Menschen das so sehr heraushört, so dieses, ja, darf ich das denn wirklich so machen und so, dann kann man darauf rückschließen, dass diese Leute eine schwierigere Kindheit hatten, in der sie sich nicht so sehr selbst entwickeln und frei entfalten durften und konnten. Und jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Und ich glaube, das hole ich mir so langsam zurück, dass ich halt realisiere, okay, ich muss nicht alles aufessen, wenn ich keinen Hunger mehr habe und wenn ich nicht mehr will. Ich muss nichts essen, was ich wirklich, wirklich eklig finde. Und ich darf mir mein Essen auch verschönern. Ja, mit Schinken, Ananas oder so. Weiß ich nicht. Das ist für mich schon ein großer Prozess. Und im Prinzip könnte man, glaube ich, sogar sagen, es ist vielleicht positiv. Ich habe das ja jetzt sehr negativ wahrgenommen und aufgefasst und irgendwie auch hier so geschildert, dass ich halt echt auch ein bisschen überfordert bin momentan, weil ich einfach nicht so genau weiß, wann handle ich wie. Weißt du, was will ich, was will ich nicht, was mache ich, wann mische ich mich irgendwo ein, wann mische ich mich nicht irgendwo ein. Gehe ich jetzt ins Freibad morgen oder nicht? Das ist, im Prinzip ist es natürlich sehr positiv, weil es ist überfordernd für mich vermutlich, weil ich das früher nicht so sehr hatte, diese Freiheit und dieses selbst entscheiden dürfen und dieses ent sich entwickeln dürfen und so einen eigenen Charakter ausbilden. Ja, es ist halt überfordernd, aber im Prinzip glaube ich, ist es sogar was Positives. Es ist wirklich was Positives, dass mich nicht die Grenzen überfordern. Im Sinne von, ich bin nicht überfordert, weil ständig mir andere Leute sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich bin momentan überfordert, weil mir niemand mehr sagt momentan so gefühlt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Und das ist aber auch mal gut, wenn dir niemand so wirklich sagt, mach das und mach das nicht. Es ist immerhin eine Überforderung bedingt durch Möglichkeiten und so. Und nicht eine Überforderung auf die andere Art und Weise. Ich denke, ich habe das jetzt weit und breit erläutert. Ja, es ist überfordernd, aber ich lerne auf jeden Fall auch viel. So, wie nenne ich dieses Video denn? Der große Maya-Talk. Keine Ahnung. Ich mache mir jetzt mal mein Essen. Ich weiß halt auch nicht so genau. Weißt du, einerseits, ich arbeite momentan an einem neuen Lied, das wieder professioneller wird mit Musikvideo und so. Aber pscht, das ist noch geheim. Andererseits zieht es mich richtig zu meiner Gitarre, um so ein Lied zu schreiben und aufzunehmen über meine momentane Liebessituation irgendwie so. Dann zieht es mich dazu, Jonglieren weiterzulernen. Es zieht mich dazu, noch ein bisschen Sport zu machen. Es zieht mich dazu, Saxophon zu üben. Ich habe momentan das Gefühl, ich habe auf eine gewisse Weise, dubiose Art und Weise, so viel Kraft und Energie und Kreativität in mir, was wirklich schön und positiv ist, dass ich aber wirklich dann nicht weiß, okay, worauf fokussiere ich jetzt meine Energie? Ich weiß es manchmal einfach echt nicht. Ich muss halt wahrscheinlich dann. Das heißt, muss, aber ich sollte vielleicht dann einfach überlegen, okay, welche Sachen möchte ich jetzt machen und was davon möchte ich jetzt gerade am liebsten machen? Das ist vielleicht eine gute Art und Weise, damit umzugehen, keine Ahnung. Naja, was möchte ich jetzt am liebsten machen? Auf jeden Fall erstmal essen. So. Und dann aufräumen und dann mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe und was ich dann noch machen will. Und dieses Video beende ich jetzt hier. Auf Wiedersehen. Sehe ich schon gesünder aus, dadurch, dass ich jetzt ein paar Mal im Freibad war. So. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf Wiedersehen.